Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, und mit Tipps und Tricks rund um GTA möchte ich euch heute in Folge meiner Glitch-Überprüfung zeigen, dass der Trick mit der Piratenabwehr noch immer funktioniert. Ich habe nun fast schon die erste Piratenabwehr geschafft. Und es ist ja das Problem, beziehungsweise es ist ja immer so, dass ihr danach für eine Stunde keine weitere Piratenabwehr spielen könntet. Allerdings ist es möglich, das Ganze ein wenig zu umgehen. Das habe ich schon in ein paar Videos eigentlich gezeigt gehabt. Und möchte hier nochmal demonstrieren. Ihr seht es ja an der neuen Rüstung, das ist ein aktuell, also an dieser schweren Brustpanzerung, dass es ein aktuelles Video ist, dass das noch immer funktioniert. Die Minuten, die jetzt noch verstreichen, nutze ich dazu, noch ein letztes Mal euch alle zu grüßen, weil ich in Zukunft das eigentlich nicht unbedingt mehr machen wollte. Und ich grüße erstmal den Büger, dann den Moritz und den Beni, den Amjad und den Amjad und den Andrei, den Alessio, den Daniele, den Valerio, den Mabas, den Ryan, den Zorro, den Nono, den Raffi, die Varena, die Medina und alle anderen. So, nur noch 47 Sekunden. Ich muss im Augenblick sagen, dass ich ziemlich von dem DLC im Nachhinein enttäuscht bin. Es hat wahnsinnig viel schöne Sachen hineingebracht, aber ist sowas von schlampig und unfertig reingekommen. Es ist ein Bug nach dem anderen, gerade in den Missionen. Bei der einen Mission kann man zum Endpunkt hinfahren, wird angezeigt, fahrt zum Hin, fahrt auf die anderen, dabei sind alle da. Beim nächsten rennt die zu bewachende Person einfach immer in die Feinde hinein und wird erschossen. Es ist ein Bug nach dem anderen. Also, das ist sowas von schlecht gemacht. Da macht sich Rockstar wirklich das ganze Spiel im Endeffekt kaputt. Also, wir haben unsere 30.000 gemacht. Wir wechseln auf die Uhrzeit. Gehen nicht auf Uhrzeit ändern, sondern auf Zeitzone ändern. Und müssen jetzt hier, ihr habt gesehen, ich habe es schon einmal eben ausprobiert, auf die nächste Zeitzone gehen. So, dann geht ihr in eine neue Sitzung. Müsst natürlich euren Startpunkt auf eurer Yacht haben. Wir sind wieder in unserer Yacht und wir sind noch immer im Secure Surf drin. Allerdings sind wir jetzt wieder in einer Open Lobby und laufen natürlich damit Gefahr, dass wir das Ganze nicht durchziehen können, weil wir überfallen werden. Also gehen wir raus. Starten den Auftrag. Und es geht nicht mehr so. Ah ja, okay. Also das geht nicht mehr, sondern nur, wenn ich das Spiel komplett neu starte. Das hat ja natürlich seine Folgen, dass das Ganze nicht mehr so rentabel ist. Also wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe,
in das Spiel wieder reingehe. Hoffen wir nur, dass das nicht zu lange braucht. Ich habe es nochmal überprüft. Ich bin also wirklich eine Stunde weiter. Es funktioniert also nicht mehr durch reinen Sitzungswechsel. Und das kann natürlich bei den Ladezeiten von GTA bedeuten, dass das Ganze relativ unspektakulär, unschön wird. Also unrentabel wird, meine ich. Das dauert natürlich jetzt Ewigkeiten. Jetzt bin ich endlich drin. Ich renne also raus. Hatte davor die Zeit ja umgestellt. Und müsste ja eigentlich jetzt noch immer gesperrt sein. Aber das weiß ich jetzt. Also das war nämlich vorhin schon in der Richtung. Also ich gehe Secure Reserve. Aufträge und kann jetzt die Piratenabwehr gleich wieder starten. Deswegen habe ich jetzt euch alles drin gelassen, dass ihr seht, dass das nicht gefaked ist. Also ihr müsst, wenn ihr das Spiel neu startet, dann funktioniert es noch. Aber ansonsten im Spiel selber bleibt er eigentlich drin. Ich versuche jetzt einigermaßen genau diese Solo-Open-Lobby zu erzwingen. Dafür ziehe ich 10 oder habe ich 10 Sekunden den Ding gestartet. Und ihr seht, zack, verlassen die anderen Spieler. Es sieht so aus, als wenn die anderen es verlassen, aber ich habe eben meine Online-Verbindung unterbrochen und dadurch sind die rausgekickt. Also bin ich rausgeflogen.
Was noch immer auch geht, ist, oder gehen müsste, wir können das ja überprüfen, ist, dass ich jetzt die Yacht verlasse. Kann also irgendwo hin und etwas anderes machen. Es ist natürlich so, dass eigentlich, wenn ihr euch eine unnütze oder relativ unnütze Yacht geleistet habt, ihr ja schon sowieso im Geld schwimmt. Und das, was jetzt folgt, eigentlich für euch dann nicht wirklich Sinn macht, aber ihr könnt es ja auch als Team machen. So, ihr seht auf alle Fälle, dass hier unten die Zeit noch mitläuft und ich brauche ja, weil ich in einer Solo-Open-Lobby bin, nicht zu befürchten, dass ich jetzt hier Probleme habe. Ich rufe also meinen Mechaniker an. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Hole mir meinen Kuruma. I'll get there as soon as I can. Schau mal, ob das noch geht. Das ging nämlich früher, dass ich jetzt hier gehe. Und wie gesagt, das sind jetzt eigentlich Peanuts. Ist aber schön, dass es einfach funktioniert. Fahr zum Laden. Geh in den Laden. Ziehe meine Pistole. Oh, good God, no. Schieße ab. Die erste auf. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Also das geht nicht mehr. Also Fahndung, aber hab das sozusagen nicht geschafft. Also an der Stelle geht's auf alle Fälle nicht mehr. Schahart. Ich muss jetzt außerdem noch schauen, dass ich dem Hubschrauber entkomme, der hier gerade angerast kommt. Aber der hängt mir jetzt am Backen.
auch neu, dass der Hubschrauber abhaut, sobald man die Schützen rausgeschossen hat. Aber es wurde einiges mit dem Update doch umgestellt. Muss man so sagen. Wie ihr seht, oh, da kommt noch ein neuer Hubschrauber. Und wir haben die Fahndung los. Wir überprüfen, ob wir irgendwo anders vielleicht den ganzen Schmarrn noch machen können. Aber ich denke, Rockstar hat das jetzt mit den Kassen allgemein gesperrt, zumindest auf dem PC. Natürlich zu überprüfen, ob der der Ladenüberfall überhaupt noch geht. Ah, wir rennen rein. I'm so done. Oh, you were going to get laid down. But how can I help you? Okay, okay, don't shoot. Just let me go home. Aha. Neues Verhalten. Also auch gesperrt. Das geht zumindest nicht mehr. Schon schade. Wir doch mal, was die dazu sagen. Das wäre doch auch mal was, wenn sie jetzt hier eine neue Verfolgung machen. War ja eh schon so, dass sie da ein bisschen das Verhalten oft geändert haben. Schauen wir mal, wie das jetzt dazwischen ist. Also bei 2 Sternen, es kann natürlich sein, dass das gerade wegen diesem Oberlicht sich zum Beispiel jetzt ändert mit Hubschraubern. Das haben sie also jetzt durchgängig gemacht. Ihr müsstet also noch ein Stück weiterfahren in die Röhre, um wirklich nicht mehr sichtbar zu sein. Dann klappt es auch, wie ihr gesehen habt. Also, wir haben nur noch 44 Sekunden. Das könntet ihr dann immer wieder machen. Allerdings ist es bei Weitem nicht mehr so einträglich wie früher, weil wir ja das ganze Programm neu starten müssen. Gemeinheit, oder? Noch 6 Sekunden. Und nochmal 30.000 dazu. So. Wenn ich also jetzt wieder zur Datum-Uhrzeit wechsle, die Zeitzone ändere, versuchen wir es nochmal, auf 4. Okay. Wieder ins Spiel zurückkehre und eine neue Sitzung finde, funktioniert es nicht mehr.
Also früher ging das, dass ich jetzt einfach... Ihr könnt ja meine alten Videos anschauen. Hier reingehe und gleich den Auftrag wieder starte. Das geht nicht mehr. Ich muss also wirklich das Spiel neu starten. Also... Hoffen, dass es schnell startet. Wie ihr seht, es dauert jetzt ewig, dass es hochfährt. Tut mir ja auch leid. Könnt auch ein bisschen weiterspringen. Na komm. Bitte. So, dann müssen wir natürlich hier auf den Secure-Surf gehen. Holen wir schnell die Munition. Nein, brauchen wir nicht. Na. Hallo. Gehen hinaus. Da schreien sie schon wieder nach Modern. Gehen auf Aufträge. Und dann können wir starten. Erzwingen die Solo-Sitzung. Da ist es ja natürlich so, dass ab und zu das mit der Solo-Sitzung nicht klappt. Also wird das Ganze relativ unrentabel. Wir werden jetzt sind dann vielleicht bei 5 mal pro Stunde, 5 mal 30 sind 150.000. Okay? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
und ist ein wenig hilfreich. Ein bisschen Kleingeld könnt ihr euch damit verdienen. Also, bis dann. Ciao.